Ich habe die Homepage swissgermanonline.com und da tun wir miteinander Schweizerdeutsch lernen. Und heute wollte ich dir erzählen von unserem nächsten Kurs. Heute am Montag am Abend am 8. haben wir wieder eine Lektion. Wir haben eine neue Geschichte parat und wir würden uns freuen, dich dort zu begrüßen. Das Mal geht es ums Zügeln. Ums Zügeln. Bist du schon viel gezügelt? Es gibt Leute, die ständig zügeln, die suchen immer einen neuen Wohnort. Vielleicht wechseln sie viel die Arbeit wechseln oder so. Oder es gefällt ihnen nicht, wo sie sind. Und zum Beispiel, wenn man zügeln will, muss man zuerst eine Wohnung finden oder ein Haus, etwas, das man mieten kann. Oder vielleicht hast du sogar eine Wohnung gekauft. Wer weiß? Also zum Zügeln brauchst du einen Ort, wo du hinzügeln kannst. Und in Zürich zum Beispiel ist es sehr schwierig, etwas zu finden. Aber meine Eltern sind zum Beispiel das letzte Jahr auf Zürich gezügelt. Sie haben es geschafft. Sie sind das letzte Jahr auf Zürich gezügelt und ihnen gefällt es sehr gut. Sie wohnen im Zentrum der Stadt und sind ganz nah vom Bahnhof und auch von der Altstadt und vom See. Und an die Limmat haben sie nur ein paar Minuten. Das ist ganz schön und ich glaube, es ihnen gefällt es dort gut. Und ihr, wann sind ihr das letzte Mal gezügelt? Und gefällt es euch dort, wo ihr jetzt wohnt? Heute am Abend haben wir eine Geschichte von einem Pärchen, der auf Zürich zügelt. Vielleicht nicht ganz das Ideale findet zum Wohnen. Also am Anfang wohnen sie in einer WG, in einer Wohngemeinschaft, also mit anderen Leuten zusammen. Und dann reden wir eben über das Zügeln und darüber, dass das relativ teuer ist, eben in Zürich etwas zu mieten. Und du kannst sagen, ich verdiene nicht alle Welt. Ich verdiene nicht alle Welt. Also wenn du nicht alle Welt verdienst, dann musst du schauen und budgetieren und schauen, für was du dein Geld ausgeben willst, für was nicht. Kannst du dir nicht ganz alles leisten, was du darauf Lust hast und so. Und darüber wollen wir heute am Abend auch reden. Also heute am Abend am 8. ist ein Livestream auf swissgermanonline.com. Du kannst dich anmelden und registrieren und das einen ganzen Monat lang gratis testen. Den gleichen Livestream haben wir morgen am Abend am 8. auf Hochdeutsch. Also die gleiche Geschichte haben wir auf Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch heisst es nachher nicht mehr zügeln, sondern umziehen, wie ihr wisst vielleicht. Und dann haben wir auch ein Zoom-Treffen. Nach einer halben Stunde Livestream haben wir ein Zoom-Treffen, wo wir uns treffen und in kleinen Gruppen miteinander reden können. Und dazu würde ich euch gerne einladen. Wir haben es immer gut in diesen kleinen Gruppen. Ich finde es interessant, auch die Leute kennenzulernen. Und vielleicht kann ich dich dort auch einmal sehen und kennenlernen. Wer weiß. Also. Bis heute Abend vielleicht. Mach's gut. Tschüss.